Hallo zusammen. Als eine junge Frau immer wieder Nasenbluten bekam, ahnte sie noch nicht, welches Grauen sie bald im Krankenhaus erwarten würde. Die starken Schmerzen und der Juckreiz in der Nase rührten von etwas komplett Ungewöhnlichem her und es musste schnell gehandelt werden, um die junge Frau nicht zu gefährden. Für Danielle Levy Ronnie ist das Leben wie das eines jeden anderen Erwachsenen. Sie liebt es zu reisen und Kulturen kennenzulernen. Alleine in anderen Ländern unterwegs fühlt sich die 24-Jährige am wohlsten, die gebürtig aus Edinburgh in Scotland kommt. Für die junge Frau besonders interessant war Asien und so entschloss sich Danielle eines Tages nach Vietnam zu reisen. Die Reise war beschwerlich, doch wie immer wurde Danielle mit einer wundervollen Kultur und aufregenden Erlebnissen belohnt. Als sie jedoch mit einem geliehenen Motorrad fast einen Unfall baute, merkte sie schon, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Wenig später bemerkte Danielle, dass sie sich immer unwohler fühlte. Schließlich bekam sie sogar Nasenbluten und einen seltsamen Juckreiz in der Nase. In der Hoffnung, das Problem würde sich von alleine lösen, fuhr Danielle ins Hostel zurück und schlief eine Nacht über das seltsame Erlebnis. Am nächsten Morgen wachte Danielle mit Schmerzen in der Nase auf. Statt dass die Beschwerden verschwunden waren, war nun das gesamte Laken blutig. Schnell machte sich Danielle auf den Weg ins Krankenhaus und was sie dort erlebte, war ein echter Schock. Im Krankenhaus angekommen, wurde sie bereits von einer besorgten Ärztin in Empfang genommen. Danielle war kreidebleich und ihre Nase auf die Größe eines Tennisballs angeschwollen. Erschrocken stellten die Ärzte fest, dass Danielle viel Blut verloren hatte. Sie musste umgehend untersucht werden. Auf dem Untersuchungstisch wurde Danielles Nase ausgeleuchtet. Der Arzt wusste schnell, was die Ursache für die Beschwerden war. Er hielt Danielle einen Spiegel hin und die junge Frau blickte erschrocken hinein. Ein riesiges blutiges Etwas befand sich mitten in ihrer Nasenhöhle. Wie der Arzt ihr mitteilte, handelte es sich dabei um einen Blutekel. Der Parasit musste über das Trinkwasser während Danielles Aufenthalt in Asien in Danielles Körper gelangt sein. Dort hatte er sich eingenistet und fortan unbemerkt von Danielles Blut ernährt. Innerhalb weniger Wochen war er auf diese Weise auf die Größe eines Fingers herangewachsen. Einen Tag lang länger und Danielle hätte sich womöglich in Lebensgefahr begeben. Zum Glück handelten die Ärzte schnell und entfernten den Blutekel aus Danielles Nase. Die gesamte Prozedur war schmerzhaft und dauerte fast eine halbe Stunde, doch am Ende war der Blutekel endlich draußen und Danielle konnte wieder durchatmen. Schon wenig später konnte die junge Frau das Krankenhaus verlassen und ihre Reise fortsetzen. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.